Hallo und herzlich willkommen zurück zu Frozenheim mit unserer ersten Staffel und in der 7. Folge heute am Early Access Starttag, 20.05. Vorproduktion für mich. Und bevor es losgeht, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei HGA, denn HGA hat ebenfalls am 25.07.2020 ein öffentlich sichtbares Abo dagelassen. Herzlichen Dank, mein Lieber. Du warst Herz Nummer 266. Sonntagsfolge, wie immer, länger bei mir, gestern auch, weil ich da eine kleine Ausnahme gemacht habe. Wenn ihr wissen wollt, wann es hier weitergeht, nachdem ihr diese Folge euch angeguckt habt, dann könnt ihr gerne mal da oben, ich muss immer seitenweit gedenken. Da oben auf die Infokarte klicken. Da geht's zum Veröffentlichungsplan. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, auch welche anderen Spiele ich da habe. Es gibt noch eine zweite Seite bei dem Ding. Die nennt sich Playlists. Da könnt ihr euch auch direkt die ganzen Playlists aufrufen von allem, was ich bisher gemacht habe. So, ich befinde mich jetzt hier gerade mal in dem besagten Fotomodus. L wie Leertaste. Da könnt ihr drücken. Also L wie Laura. Dann landet ihr in diesem Fotomodus und damit könnt ihr auch nochmal wunderbar schön überall ranzoomen und alles. Auch wieder mit der mittleren Maustaste könnt ihr nochmal steuern. Ihr könnt auch den Leuten bei der Arbeit zugucken und alles. Einzige Problem, was ich hier habe, er zeigt mir hier jetzt nicht an, wo die Maus ist. Und deswegen scrollt er hier zur Seite, obwohl ich das gar nicht wollte. Das ist irgendwie ein bisschen witzig. Ah ja, okay. Ich habe aber eher so das Gefühl... Achso, ich könnte dann hier drüber auch sogar Fotos machen. Allerdings nur dann, wenn die Maus eingeblendet wird, die gerade nicht eingeblendet wird. Ich weiß gar nicht, warum. Elvileert, hast du nochmal? Jetzt ist sie drin, okay. Die war gerade ein bisschen rausgebackt. So, jetzt frage ich mich aber, wo jetzt da der Unterschied ist zu I wie Inventar drücken. Die Steuerung der Kamera ist ein bisschen anders. Ja, gut. Aber das Schöne ist natürlich, wenn ich den Fotomodus drin habe, kann ich schon mal instant Fotos machen und die landen im Spieleordner. Was ja cool ist, da kann man die auch hochladen bei Steam und alles. Oder wie in meinem Fall, da habe ich die Thumbnail draus gebastelt. So, wir hatten letztes Mal festgestellt, dass ich mehrmals den Tempel vergessen habe, nachdem ich auch die ganzen Druidenhütten vergessen habe. Und ich lasse jetzt auch mal den Timer starten. Ich werde jetzt diese Mühle hier abreißen und stattdessen woanders hinsetzen, damit hier der Tempel hinpasst. Ist natürlich blöd. Blöd gelaufen vor allem. Aber geht nun mal nicht anders. Der passt nämlich hier rein. Aber auch nicht überall. Das heißt, zwei Hütten. Okay, eine Wohnhütte kriegen wir nicht versorgt und die Druidenhütte da hinten. Das ist aber okay, finde ich. Ich versuche hier aber trotzdem noch so weit wie möglich ranzukommen. Oder nach hinten raus. Nee, erstmal nur hier. Na? So. Und, damit ich es nicht vergesse, gleich schon mal die Windmühle gesetzt. Ich habe schon mal ein bisschen geluschert vorher. Ich gehe hier hinten reingequetscht. Es wird natürlich nicht darauf hinauslaufen, dass ich hier 100% erreiche. Obwohl, ich könnte die auch hier. Das könnte was werden. Setz mal die da rein. Heißt aber auch gleichzeitig wiederum, dass unser Langhaus dafür zuständig sein wird und keines der Lager. Ne? Kann also ein ganzes Weilchen dauern, bis da ordentlich was reinkommt. Schauen wir einfach mal. So, Stahl wird wieder schon hergestellt. Stahl werden wir eventuell noch brauchen, um es einzutauschen gegen Sachen. Jetzt geht's auch mit den Fellen langsam runter, wie ich sehe. Und, was ich gesehen habe, der Berserker steht uns jetzt hier auch zur Verfügung, nachdem wir ihn erforscht haben. Wir können mal einen direkten Vergleich machen von den Werten her. Der ist eigentlich in allem besser als normaler Axtkämpfer. Und er hat die Fähigkeit, erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit, zwingt die Einheit zum gewünschten Punkt zu laufen und Einheiten auf dem Weg dorthin zu rammen. Interessant. Kostet mich allerdings in der Rekrutierung 16 Nahrung, während der Axtkämpfer 10 gekostet hätte. Und nochmal zusätzlich 5 Holz, was der Axtkämpfer nicht gekostet hätte. Finde ich aber grundsätzlich nicht verkehrt. Ich würde sagen, wir machen einfach mal hier und dann nochmal. Denn wir haben gerade noch die Einwohner dafür und wir bekommen mit dem Tempel bald noch mehr dazu. Ne? Deswegen machen wir mal Lucky Cookie hier. Vor allem Lucky Cookie im Sinne von, dass ich hier nochmal schaue. Links alt ist das übrigens, wer es nicht weiß. Okay. Das muss ich auch mal vorspulen. Ach, siehst du, die Kleidung könnte ich theoretisch auch verhökern, wenn ich irgendwas dringend brauche. Ja. Feuer! Schlecht. Oder? Das könnte reichen. Das erinnert mich aber daran, dass ich noch mehr Brunnen brauche. Oh, da passt der perfekt hier rein, ne? Dann wird er auch hier reingesetzt. Bisschen so. Zack. So. Und da werde ich halt die Häuser, die hier hinten hinkommen müssen, die werden dann ohne Tempel auskommen müssen. Das geht nicht anders. So, sehr schön gelöscht. Okay.
Berserker werden ausgehoben. Einer ist sogar schon fertig. Und wie wir gesehen haben, der Gegner hat auch Berserker geholt, ne? Das hatten wir ja schon gesehen, als die uns angegriffen haben, das eine Mal mit den Schildträgern. Die KI ist saumäßig schnell. Kann man nicht anders sagen. So, jetzt muss ich einfach noch warten, bis der Winter vorbei ist. Feindliches Schiff. Alles klar. Es hat funktioniert. Das Schiff ist gerade erst hier hinten gewesen. Cool. Das mit dem Wachturm hat mir sehr gefallen. Wo ist eigentlich mein eigenes Schiff? Schon Kapuzki? Ist schon Kapuzki. Oder? Nee, hier. Hä? Hä? Ah, okay. Ich weiß auch gar nicht, wie das mit der Geschwindigkeit von dem Schiff funktioniert. Wenn ich jetzt mehr Einheiten drauf habe, ob die dann schneller rudern. Würde Sinn ergeben, ne? Was? Er schickt mir einen Speer? Wie ist er denn drauf? So, jetzt müsste hier aber... Ja, jetzt kommen die Leute dazu. Sehr fein. Dann fangen wir hiermit an. Oh, ich habe noch vergessen, das Feld zu setzen. Das ist schlecht. Kann ich hier eigentlich so rumbauen? Geht das? Oder meckert er mir da? Nö, das geht. Cool. Kriege ich ja doch noch die 100% fast hin, ne? Hehehe. Doppelklicken? Doppelklicken muss man. Ah, alles klar. Ah, dann wird das auf die Weise auch mit der Mauer funktionieren, nehme ich mal an, ne? Mit Doppelklick. Interessant. Oh! Nein, doch! Oh, was? Na dann. Angriff. Und diesmal schnappen wir uns das Schiff. So, rennen die mal um da. Bumm, da liegen sie. Cool. Oh, das gefällt mir, ne? Ja, kräftig drauf da. So ist gut. Haben wir einen verloren? Nö. Achso, euch lege ich jetzt wieder auf die 1. Ihr kommt wieder zurück. Hatte ich nicht mehr hier hinten noch einen hingeschickt? Nee, das ist der, der auf dem Schiff ist. Okay. So, das ist fertig hier. Na, Brunnen. Brunnen. So ist fein. Zack, stopft die da rein. Ja, jetzt kriegen wir schon wieder Nahrungsprobleme. Als nächstes noch ein Bauernhaus, bitte. Ja, nein, vielleicht. So. Und eventuell noch ein Lager. Ich weiß noch nicht. Was ich in die Nähe von den Bauernhäusern setze, weil ich sehe die Tierhäute hier schon wieder schwinden. Was fand ich an mir aufgetaucht? What? Kommst du her, Kumpel? Nein, jetzt sag mir nicht, der hat sich über den Landweg jetzt durchgeschlichen hier. Oh, oh. Kleidung gegen Nahrung, bitte. Ja, passt. Oh, oh. Achso, ja, das Lager muss auch... Oh, nee, 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 nee. So. Zack, zack. Da können wir nämlich hier jetzt auch weitere Upgrades machen. Und ich glaube, ich brauchte das auch... Um irgendeinen auszuheben? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder das war alternativ. Kann auch sein. Ach, ich habe vergessen, das Schiff zu erobern. Ja gut, der wird das nicht überleben hier. Das steht fest. Ich erober mal das Schiff und park das mal hier irgendwo. Und gucke einfach mal, ob das dann doch abbrennt mit der Zeit. So. Kumpel, komm mal bitte rüber hier. Nicht, dass der sich jetzt doch hier den Weg durchgeprügelt hat, weil dann habe ich jetzt ein Problem. Ah, oder auch nicht. Na doch, habe ich. Ich brauche wieder 4 Leute, die hier sitzen können, ne? Oha. Wenn nicht sogar 8 Leute. Das baust du mir bitte erstmal. So, jetzt versuchst du hier bitte nochmal anzulanden. Mal gucken, ob es diesmal funktioniert. 1, 2... Ja gut, es hilft alles nichts. Wir brauchen noch mehr Leute, die da noch mehr essen wollen. Ja, dreh mal so rum hier. So. Zack. Jetzt geht es hier hinten auch nicht. Ach, jetzt verstehe ich das. Ihr habt mir bestimmt schon 1000-fach geschrieben. Sorry an der Stelle. Natürlich konnte ich den Tempel hier nicht bauen, weil hier mein Baubereich zu Ende ist. Daran ist der Entwickler übrigens jetzt an der Arbeit. Das hatte ich bei dem Stream von dem lieben Kollegen Loveless Games, der mir den Key zu dem Spiel hier gegeben hat, gesehen gehabt. Die waren nämlich live dabei, die Leute, und haben geschrieben. Die denken darüber nach, beziehungsweise haben sich eigentlich schon dazu entschieden, wenn ich das richtig verstanden habe, auch eine Möglichkeit zu liefern, dass man ein zweites Langhaus setzen kann. Zum Beispiel. Oder halt mit einem Schiff irgendwo anlandet und da so eine Art Außenposten bildet. Was ich ganz cool finde. Und auch sehr, sehr hilfreich. Komm, wir haben so viel Holz gerade. Ich brauche hier noch mehr.
Und dann kann es eventuell sein, dass ich jetzt echt Nahrungsprobleme bekomme die ganze Zeit über. Na, so. Sollte uns aber nochmal einen ordentlichen Schub an Einwohnern geben. Jetzt muss ich nochmal gucken. Hier war ein Brunnen, da war ein Brunnen. Ah, werde ich hier hinten bald nochmal einsetzen müssen. Wenn ich dann hier... Ach, ich kann ja da hinten gar nicht weiter expandieren. Hat das schon wieder vergessen, der dicke Alte. Hat das schon wieder vergessen, ne? So, Schiffski ist noch am Suchen. Schiffski kann auch gerne mal nochmal gucken bezüglich... Hier, Schätze abgrasen. Weil Schiffski braucht ziemlich lange mit der Erkundung. Und wir haben noch nicht mal das Land hier erkundet, hier hinten, ne? Na gut. Eigentlich könnte man sich nochmal überlegen, einen Speer ranzuholen. Obwohl, nee, wir müssen da hinten eh kämpfen. Gib mir mal... On my way. Die zwei auf jeden Fall. Speere dazu. So. Dann lege ich jetzt die Berserker auf die zwei. So. Dann brauchen wir hier natürlich noch Kämpfer drin. So. Ist jetzt instant hier die Balliste mit drin oder nicht? Ist drin. Wunderbar. Okay. Ihr kommt auf die 1. Ach, ihr seid schon auf der 1. Okay. 2, 1. Wunderbar. Gut. Mit euch erkunde ich jetzt erstmal hier das Hinterland nochmal. Vielleicht finden wir da noch ein paar schöne Sachen, wie zum Beispiel die Runensteine. Das Achievement fehlt mir ja noch. Übrigens zur Info. Bezüglich, dass es hier irgendwann weitergeht. Genau, hier die Runensteine. Ich werde es jetzt nicht schaffen. In dieser Folge, dass wir dieses freie Spiel hier zu Ende bringen. Oder neues Spiel. Ich werde am Ende nochmal kurz mit euch in ein schnelles Gefecht reingucken, um zu gucken, was das ist. Aber vorher wird das wahrscheinlich nichts. So, es sieht so aus, als wenn die Nahrung wachsen würde. Was ich sehr gut finde. Ich möchte jetzt auch endlich mal Bogenschützen haben, bitte. Danke. Die sollen ja auch noch ein bisschen skillen. Ah, hier ist schon wieder was Rotes. Ja, 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 Kumpel, ich sehe dich, dass du da bist. Ja, da kommt er. Mit einem Berserker und einem Axtkämpfer, alles klar. So, wo ist eigentlich mein Schiff jetzt stehen geblieben? Es fährt noch. Es ist nicht stehen geblieben. Genau, schnappt ihr was mal? Ach, ich sehe hier hinten einen Schornstein. Das heißt schon mal, okay, da hinten könnte was sein. Ich will, dass du aber erstmal hier plünderst, lootest, wie auch immer. Macht er. Ja, hier. Der wollte schon wieder weiterfahren, der Sack, wa? Hallo? Ich spamme die rechte Maustaste, damit er sich bewegt. Jetzt macht das. Ja, die Schiffe sind doch ein bisschen tricky. Aber da freue ich mich schon drauf, wenn die dann ein bisschen erweitert werden, gefixt werden. Feindliches Schiff aufgetaucht. Ja, das war zu erwarten. Oh, Kleidung mit dabei gewesen. Fahr mal dahin, wo der Schornstein am Leuchten ist. Geht nicht. Ah, ja. So, was ist hier los? Spinnst du? Tötet der mit die Leute hier? Der hat sie wohl nicht mehr alle. Oh. Geh dich mal heilen. Das war jetzt ein bisschen heftig, finde ich. Hat er ordentlich reingezwiebelt hier. Achso, wir können uns gerade erstmal keine weiteren Einheiten leisten. Ja klar, ich brauche wieder mehr Häuser. Das ist blöd, ne? Da denkst du, du kannst schön groß planen und dann wirst du erstmal eingegrenzt hier. Ach komm schon! Mann! Hier geht's auch nicht. Hätte ich gar nicht so viele gebraucht, ey. Flucht. Aber ich brauche sie jetzt unbedingt. Also ich meine, ich hätte jetzt gar nicht so viele Druidenhütten und sowas gebraucht. Ich hätte es anders planen können. Aber hätte Fahrradkette. Ich versuche jetzt noch so viele wie möglich reinzugeben. Noch eine Armee. Ach nee. Ja, schau mal einer, guck. Da haben wir doch den Gegner gefunden. Ja, wunderbar. Wissen wir schon mal, wo wir hin müssen. Ach, siehst du, stimmt. Wir könnten jetzt auch theoretisch das hier erobern. So, machen wir mal.
Was fehlt mir hier? Tierhäute, natürlich, wie immer. Immer fehlt es mir an Tierhäuten. Ich pausiere mal eben in der Zeit. Moment. Ich tausche jetzt mal Stahl gegen Tierhäute. Annehmen. So. Möchte ich euch jetzt wieder aufleveln. Und kann ich mir zwei davon leisten gerade? Nee, kann ich nicht, weil ich nicht so viele Leute habe. Ich nehme noch einen Bogenschützen dazu, oder? Ja. Nehmen wir noch einen Bogenschützen dazu. So, hast du erobert? Sehr schön. Dann fahren wir hier rüber. Was ich jetzt nicht sehen kann, ist, was für ein Schiff das ist, also wie viele Einheiten draufpassen, weil ich habe das nicht selbst gebaut, ne? Das kann ich ja erst sehen, wenn ich die selber baue, weil ich ein bisschen schade finde. Almost. Na, komm mal hier rüber. Ach nee, ja, schau mal einer, guck, es brennt ab. Okay. Ist natürlich doof. Na gut. Schade. So, der Winter ist da. Die produzieren jetzt alle keine Nahrung mehr hier. So. Dann bitte noch einen Bogenschützen und dann nochmal eine Fischerhütte. Wenn ich sie finde, da ist er. Oh je. So. Ich lasse jetzt gerade absichtlich die Bogenschützen hier drauf, damit unser Schiff nicht verloren geht. Die sind da unterwegs. Aber das ist ja doof, dass man die dauerhaft besetzen muss. Ich hoffe, das ändern die noch. Aber irgendwo, ich finde, das macht nicht viel Sinn, wenn die Einheit ja sowieso noch in der Nähe steht, beziehungsweise das ist eigenes Gebiet und alles hier, ne? Ist das eigenes Gebiet noch? Oder es liegt daran? Wir testen es nochmal. Ach, ihr seid auch schon da. Wunderbar. Kommt ihr mal hier hin. Legen wir mal hier hin. Die Schiffe, weil dann sind sie im eigenen Gebiet. Das wäre echt cool, wenn die dann nicht verbrennen würden. Weil das Wikinger ihre eigenen Schiffe verbrannt haben früher, ja. Ist true. Unter gegebenen Umständen haben sie das gemacht. Aber das hier würde sich jetzt überhaupt nicht dazu anbieten, ne? Hallo? So. Du gehst dich mal heilen hier hinten. Du kommst hier vorne hin. Schauen wir mal, was passieren wird, ne? So, und die ganze Zeit über habe ich die jetzt hier vergessen. Hey, der ist ja bloß Wölfe, ne? So. Immer kräftig drauf da, sehr schön. Ja, da geht's, oder? Habe ich hier noch was zum Plündern? Ja, habe ich. Oder? Ne, das hier habe ich doch schon geplündert mit den Speeren, möchte ich meinen, ne? Bereits besucht. Okay, gut. Dann hier. Hunger, schon wieder? Menno! Ist die Fischerhütte schon fertig? Ja. Klatsch mal drauf hier. Wo kommen jetzt auf einmal so viele her? Eieieiei. Okay. Es würde mich echt mal interessieren, wie man das gebalanced bekommt. Weil man braucht ja auch Einheiten, ne? Nicht nur für die Verteidigung, auch für eine Offensive und alles. Und die kosten ja auch in der Rekrutierung was. Ich frage mich echt, wie ihr das macht zum Beispiel. Vielleicht, weil ich die Forschung noch nicht so vorangetrieben habe oder noch nicht so viel reingebracht habe an Forschung. Der Obsthain zum Beispiel, der könnte sehr hilfreich sein, ja. So. Dann seid ihr erstmal wieder aufgefrischt. Und dann brauchen wir grundsätzlich noch Nahrung für die Leute. So, wie viele Leute haben wir denn? Unter 100, das ist gut. Zack. Okay. Hier sind wieder die falschen. Hier wollte ich hin. mir sah das so aus, als wenn hier noch... Ah, genau, hier ist doch noch was. Kommt mal hier rüber, Jungs. Und Mädels. Ja, gesundheitstechnisch sieht es auch okay aus. Die haben auch durch diese Dingens auch viel Erfahrung bekommen. Ah, ist hier was zum Angreifen? Ja. Angriff! Schade, dass die Speerträger keine extra Funktion haben, ne? Oh, die haben lange gebraucht, bis sie reagiert haben, auf jeden Fall. Ja, die haben wir gut knackig gemacht.
Wie? Können wir das jetzt nicht plündern, oder wie? Okay. Oh, guck mal hier, Runstein! Hätte ich fast nicht gesehen, ehrlich gesagt. So, den wollen wir auf jeden Fall nicht plündern, sondern erforschen, erkunden. So. Zackte Bumme, was haben wir bekommen? Segen freigeschaltet, ja, und welchen? Segen des Loki klart den Himmel auf und verbessert die Sichtweite von Einheiten. Oh! Instant der Nebel weg. Cool. As you wish. Danke, Loki. Auch nicht, ja. Und davon können wir 6 verschiedene finden. Die 6 will ich auch noch unbedingt finden. Damit ich mein letztes Achievement bekomme. Da bin ich ein bisschen heiß drauf. Ich meine, gut, es sind nur 5 Achievements momentan im Spiel drin. Aber lieber jetzt schon mal alle 5 haben, als gar keine, ne? Feindliche Armee aufgetaucht. Da unten. Jetzt kommen sie wirklich über Land, ja? Okay. Die Schiffe stehen noch, interessant. Genau, macht sie mal Kaputski. Oh, sehr schön. Immer feste drauf da. Keinen von uns verlieren, sehr gut. Und dann kommt ihr wieder zurück. Es scheint wirklich daran zu liegen, sobald du die Schiffe verlässt, außerhalb deines Baubereiches, gehen sie kaputt. So, hier scheinen wir nicht weiterzukommen, ne? Das da oben hatten wir schon. Geht's hier hinten noch durch? Das könnte zu Ende sein schon hier. Aber wir haben hier noch was zu plündern und noch 1, 2 Wölfe zu besiegen. Bringt nochmal Erfahrungspunkte. So. As you wish. Wir wissen ja, wenn wir ausreichend Erfahrungspunkte haben, gibt's ja auch nochmal einen schönen Bonus, ne? Ah, apropos Bonus. Hier ist doch eine Trainingspuppe. Jo, Ipea. Moment, ich kann es mir nicht leisten, weil... Weil... Zu wenig Nahrung, okay. Hey, 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 hey. Jetzt müsste aber langsam unsere eigene Nahrungsproduktion wieder anfangen. Ich werde nochmal Stahl eintauschen gegen Nahrung. Davon haben wir gerade nämlich am meisten. Mal so, dass wir 100 haben. Ja, nee, doch nicht. Ein bisschen Stahl wird noch aufheben. So, zack. Sehr schön. Allesamt aufgelevelt. Und hier drüben liegt noch was rum. Jetzt lass mich raten, da gibt es jetzt Nahrung. Das wäre jetzt doof. Das wäre jetzt so richtig schön doof. So, was könnte eventuell sein, dass das hier hinten doch mal weitergeht? Wir schauen einfach gleich mal. Aber jetzt frage ich mich, sag mal, der Segen von Loki hält ja bloß eine gewisse Zeit, weil es wird mir nur so angezeigt, ne? Got it. Nochmal ein feindliches Schiff. Diesmal kommen sie von vorne. Ist aber okay. Ich sehe jetzt hier erstmal nichts weiter. Aber das wäre natürlich richtig fies, wenn einer dieser Runensteine so mitten im Wald wäre. Man sieht ihn einfach nicht, ne? Oh, warte mal. Die halten sich ein bisschen lange hier. Das finde ich nicht gut. Ach so, weil wir noch gar nicht richtig dran stehen. Okay. Na denn, zack, zack. Zack und zack. Ach, die sind eh schon fast tot. Sehe ich gerade. Ja, das war's. Tschüss, war schön mit euch. Wo ist noch euer Schiff? Da, gut. Holt das mal. So, ihr kommt mal hier vorne hin. Zack. So, wir müssen wieder gucken. Unser Bereich fängt wo an? Kann eigentlich da stehen bleiben. So, zack. Zack. Finde ich schön, dass die uns einfach Schiffe schenken, ne? So. Kommen wir hinten noch weiter. Warum mache ich das jetzt hier eigentlich? Nicht nur wegen der Runensteine, liebe Leute. Das mache ich natürlich auch, damit diese Einheiten hier aufleveln, was sie jetzt schon sind. Eigentlich könnte ich sogar austauschen. Ich könnte jetzt Bogenschützen und Berserker losschicken, ne? Aber es dauert wieder so ewig. Oh, hier ist ein riesiges Stück Land. Warum kann ich das nicht bebauen? Oh! Geht das wirklich nicht? Shit. Schade. Oh, wir haben schon wieder Hunger. Sag mal, was ist denn da los? Hört auf zu fressen! Eieiei, wir haben 22 Leute.
Ich habe nichts weiter neu gebaut, ne? Wo kommen die Leute auf einmal alle her? Ja, also. Okay. Ich finde das gut. Definitiv. Ich bin verwirrt. Definitiv. Quetschte die hier noch rein? Können wir hier nochmal ein Lager einrichten? So. Das gilt für die Halle der Ältesten. Achso, wegen Technologie. Okay. Ja, machen wir den Kampfrausch dazu. Das dauert natürlich wieder ein Weilchen. Ja. Brauchen wir jetzt noch eine Fischerhütte dazu? Irgendwo hier rein. Bin mal gespannt, ob das Schiff da jemals wieder rauskommt, wenn das hier fertig gebaut ist. Ich meine, was auch noch ein cooles System wäre, wenn diese Wachtürme in der Lage wären, den Bauradius zu erweitern. Da würde ich noch mitgehen. Das wäre noch okay. Aber so wie es jetzt ist, muss ich gestehen, ist mir das zu wenig. Ja, wir verhungern ja immer noch. Tauschen wir jetzt mal die Kleidung gegen Nahrung. Und Tierhäute und Kleidung scheint mir jetzt so ziemlich fest am Stagnieren zu sein hier. Ich baue auch noch ein, zwei Lager mehr. Bitte was? Ey, komm, das war im Bereich drin, deswegen steht da noch meine Hütte. Dammit. So. Muss ich aber wieder aufpassen, wo ich das Lager baue. Nee, Quatsch, haben wir ja schon gebaut, stimmt. Alles gut. So, wir wollen... Geht das auch so? Lol, was? Ernsthaft? Nicht dein Ernst. Vor allem, wenn ich das richtig sehe, ist das ja sogar auch außerhalb unserer Reichweite, ne? Unserer Baureichweite. Ich muss ja allerdings so aufpassen, dass ich noch wenigstens ein bisschen einen Weg lasse. So. Lol. Alles klar? Aber ja, das heißt, wir haben jetzt auch erstmal ein schönes Kontingent an Einwohnern. 12 Stück. Die hier kosten mich jeweils 6. Und bevor ich wieder keine Nahrung mehr habe, werde ich die jetzt noch ausheben. Und ab und zu mal kam mal hier einer über den Landweg. Ich würde gerne wissen, wie. Einmal drehen, bitte. Hunger, was schon wieder? Mann. Oh, guck mal, wie langsam die jetzt sind. Ist das, weil die Hunger haben? Liegt das echt daran? Schau mal. Tatsache. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Dass das sogar einen Effekt auf die Einheiten hat. Ich meine, klar, es ist logisch. Gar keine Frage. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es gleich so einen krassen Effekt auf die hat. Ich meine, die sind doch losgeschickt worden mit einer Ration, oder nicht? Bewegt euch bitte mal alle, danke. Oh, warum darf ich hier nichts bauen? Wie viel Zeit haben wir noch? Ich würde sagen, wir schicken die jetzt doch mal zurück. Hab mir spontan eine kleine Sache überlegt. Ich die behalten darf und die anderen nicht, verstehe ich wiederum nicht, ey. Bin ich ganz ehrlich. So, die waren hier hinten, ne? Genau. Ist das auch von ihm? Nee. Ich will mal was versuchen. Ah, Nahrung. Die Nahrung, Robin, die Nahrung. Was sagt dann unsere Forschung? Ich bräuchte jetzt 10... Raseneisen, um in den nächsten Baum reinzukommen. Okay, ich denke, das kriege ich noch einigermaßen hin. Ich werde einmal nochmal pausieren müssen dafür. Wenn ich jetzt Stahl gegen Raseneisen tausche, ist das auch nicht so clever, oder? Ein Stahl ist 1,07 Raseneisen wert. Der müsste noch ein bisschen balancen, muss ich gestehen. Aber gut. Hau mal drauf da.
So. Dann gehen wir nochmal auf die Forschung. Oh, es hat nur... Moment. Ich habe ein zu wenig geholt. Okay, also, irgendwas spinnt hier gerade. Jetzt hat er es gemacht. Okay. Ist ein Early Access, ne? Quartiermeister! Fordert keine Nahrung, man muss aber 50 dafür reinlegen. Okay. Training. In der Trainingshalle rekrutierte Einheiten verfügen über einen Erfahrungswert von Stufe 1. Ach, die können mehr als eine Stufe haben? Okay. Gut zu wissen. Wo sehe ich das? Die 1 hier gilt nicht für die Erfahrungsstufe. Echt jetzt? Ist schon gelöscht, okay. Diese 1 gilt nicht für die Erfahrungsstufe, das ist die Kurzwahltaste 1, auf die ich die gelegt habe, ne? Von daher. Euch möchte ich jetzt auf der 2 sehen. Jetzt denke ich, können wir mal gucken, wie viele hier raufpassen. Schauen wir mal. 2, 4. 4 jeweils. Finde ich gut, dann passen nämlich genau die 4 drauf. Und die 4 kommen gerade zurück. So. Ihr geht jetzt mal hier rüber. Aber dahin, wo wir das kleine Fischerdorf gesehen haben. On my way. So. Und die 1 bleibt weiterhin zur Verteidigung hier. Auch wenn ich da jetzt die Berserker drin zu stehen habe, ja. Feindliches Schiff aufgetaucht. Und wir fahren genau dran vorbei. Oh! Oh, wat? Oh, Bagge! Ein Enterkampf! Mach mal den! Oh, Bagge! Oh, Bagge, Bagge! Wir verlieren? Ernsthaft? Nee. Und da haben wir sie gleich verbrannt. Eieieiei. Oha! Geht mal wieder zurück, ihr müsst euch erstmal wieder auffrischen. WTF! Oha! Ich wusste gar nicht, dass das geht. Cool. Ja, schön. Okay. Schleunige mal. Oh, jetzt muss ich wieder den Winter abwarten. Oh, nö. Nee, warte, müssen wir nicht. Ich schicke die jetzt hier hin. Die dürfen sich dann da wieder heilen. Aber ich schicke die hier. Das sind gar nicht die Berserker, ich Depp. Ich schicke die jetzt einfach rüber auf die andere Insel. Sobald die drauf sind. Da muss ich jetzt hier nicht so ewig in 3 Tage warten, bis der Winter rum ist. Wollt ihr nicht? I got it. Geht nicht. Das ist eine Sauerei. Es wäre wieder Tier heute. Ich werde bekloppt. Mann! Gib's doch nicht hier. Achso, ich muss immer aus dem Menü raus, damit ich die Zeit wieder verlangsamen kann. Ist schon mal instant wieder von den 12 Tierhäuten nur noch 3 da. Ihr kommt mal raus, da. Oh, die sind schon da. Lad die hier mal ab. Ach, einer muss wieder zurückkommen. Ach, Mist. Eventuell muss einer wieder zurückkommen. Ja. Das Schiff ist kaputt. Oh, wie doof. Wie überaus doof. Jetzt muss ich hier extra noch eine Werft bauen, ne? Wo waren die? Hier. Kostet mich auch wieder 5 Leute. Alright. Alright. Hallo? Kommst du bitte mal zurückgefahren? Ich hab bitte gesagt, ja, also immerhin, ne?
Geht mal vorwärts hier. Feindliche Einheit aufgedeckt, ja. Wölfe. Ist aber okay. Schießen wir schon auf die? Nö, nicht wirklich. Jetzt aber. Jut, die sind relativ schnell down. Und immer noch Präzisionsschuss. Jungs, ihr sollt schießen! Okay. Was haben wir hier noch? Im Fischerdorf? Ihr könnt mal das Lager plündern. Geht nicht. Schade. Na gut. Was ist hier los? Wir werden angegriffen? Ne, wir haben schon wieder Hunger. Alter, ey. Wie kriegt man das hin, dass man die Leute hier vernünftig ernährt bekommt? As you wish. Das ist mir wirklich ein Rätsel. Wie kriegt man das hin? Wenn man braucht so viele Leute, ne? Ich meine, gut, vielleicht habe ich einfach die Arschkarte, hier wirklich ein ungünstiges Gelände zu haben. Ist okay. Dass man halt mehr Mühlen hinstellen könnte. Ich weiß noch, bei dem Hirschforschungszweig, da hatte man ja wenigstens noch den Obsthain, der mit der Zeit immer mehr Nahrung produziert. Das war ganz cool soweit. Was hätte ich hier? Den nächsten Baum, mach den mal frei. Feldlager ermöglicht die Einheiten in Räuberlagern wieder aufstocken und zu heilen. Oh! Ermöglicht es der Räuber und reisende Krieger zu rekrutieren? Hm. Was haben wir hier? Wie viel haben wir denn noch? Okay. Okay. Ach, und jetzt kann ich hier den Zweig wechseln. Ah! Und hier kann ich jetzt... Moment. Moment, wo ist der Obsthain? Hey, wer hat mir den Obsthain gemobst? Kann ich das rückgängig machen? Geht das? Nee. Verringert die Kosten für Ressourcenaustausch auf dem Marktplatz um 50%. Der Steinbock schaltet das Segment der Steinbockschnitzereien in der Werft frei. Was wiederum größere Schiffe ermöglicht. Geburtenrate, die ist jetzt nicht so wichtig. Nagelgrube, coming soon, ist noch nicht drin, okay. Mobilisierung, ermöglicht es mir die Miliz zu dingensens, ne? Ermöglicht es dir die Produktivität eines Gebäudes für einen Monat zu verdoppeln, das nehme ich. Wie mache ich das jetzt? Ich würde gerne die Mühle verdoppeln. Bitte. Danke. Mann, wo mache ich das jetzt? Fuck! Hä? Ich glaube, das ist noch nicht implementiert, Leute. Oder ich bin wieder mal zu blöd, das zu sehen. Das kann gut aus sein. Will ich auch nicht bestreiten. Aber gut. Wir wollten Leute verschicken und so. Dazu muss der erstmal darüber fahren kommen. Die Werft wollte ich auch noch in Gang bringen. 5 Leute rein. Jetzt natürlich wieder Tier heute. Natürlich. Warte, wir werden angegriffen. Hallo, geh mal da raus aus dem Menü. Lol. Holz die mal um. Jetzt sind die Räuber auf immer. Die werden hier rausrekrutiert oder wie? Ach so! Uff! Blöd gelaufen. Okay. Ach so. Passen die Ebus 3 drauf? Komm du mal zurück. Das funktioniert jetzt so. Komischerweise. Hm. Na gut, dann kommt ihr mal hier hin. Und ich hab's ja nicht ausgewählt. Ah. So, Schiff, mitkommen. Dahin fahren. Danke. Unterwegs nicht wieder angegriffen werden, wäre auch noch ganz cool. Geht das jetzt, wenn ich jetzt hier 3 auswähle? Nee. Das Schiff will einfach nicht mehr. Das hat die Schnauze voll.
Klein ist für zwei Leute, für drei Leute, für vier Leute. Ich brauche jeweils fünf von den Tierhäuten. Nahrung kommt gerade ein bisschen rein. Aber auch nicht so der Renner, ne? Kann ich jetzt hier... Ach, hier oben ist es! Jo! Hau rein da! Immer schön fett Nahrung her. Nein! 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 Ja, ihr merkt schon, ich wollte mit euch jetzt eigentlich noch versuchen, die feindliche Base wenigstens schon mal extrem zu schädigen, wenn nicht sogar zu vernichten. So, machen wir ordentlich Rausch rein hier. Cool, sieht schon aus. Man kann echt nicht meckern, ne? Auch mit dem Blut an Deck und alles ist schon geil und so. Das ist zum schneller Rudern gewesen auch noch. Na, holla die Waldfee. Heute hast du dir gleich mehrmals ins Boxhorn selbst eins reingejagt, Robin. So, die sind fast da. Na gut. Dass ich jetzt die fünf Tierhäute mir erhandelt habe. Ich habe auch nicht mehr wirklich was zum Erhandeln. Sag mal, ist das Eisen alle? Nee. Nee, überhaupt nicht. Habe ich mittlerweile hier einen Brunnen in der Nähe? Eigentlich nicht, aber guck mal. Die laufen trotzdem hin und löschen, ne? Oder? Das sind doch die Brunnenleute. Jungs? Ja. Ach, was? Das wiederum bedeutet, ich brauche deutlich weniger Brunnen. Das wusste ich nicht. Das wusste ich echt nicht. Das wiederum bedeutet auch gleichzeitig, man braucht weniger Leute. Ja. Also auch weniger Nahrung. Ja. Alles klar. Die löschen auch außerhalb des Radius. Der Radius gilt wirklich nur für die Anwohner, für ihr Trinkwasser. Für nichts anderes. Ja, das müssen wir doch erstmal wissen, müssen wir doch, ne? Na, sag mal. Scheißendreck. Ja, blöd gelaufen, kann man ja anders sagen. Gut, seid jetzt endlich mal da. Ja. Absitzen. Ach, ich muss ja wieder einen zurückschicken. Ja, am besten gleich den, weil der ist eh schon hart angeschlagen. Wir haben eine Einheit komplett verloren mittlerweile. Das ist blöd. So, komm mal hier runter. Ah, oh, wieder nicht ausgewählt. Jetzt aber hier. Komm mal hier runter gefahren. So, wie viel Zeit haben wir denn noch? Eieieiei. Jetzt aber zack ich hier. Kommt nämlich langsam schon Herbst und wir haben nicht unbedingt sehr viel Nahrung, ne? Muss ich ja mal hier stehen. Was sagt denn die Forschung jetzt noch? Das ist keine Forschung. Das ist auch keine Forschung, Robin. Das auch nicht. Na doch schon, aber nicht, was die Nahrung angeht. Das ist wieder bloß die Geburtenrate. Die will ich gar nicht erhöhen, ehrlich gesagt. Das hier kostet mich auch wieder Tierfelle und Raseneisen, wovon ich jeweils nicht so viel habe. Hm. Ja gut. Ich bin echt gelackmeiert hier so ein bisschen. Muss ich gerne mal hier stehen. Oh, der ist schon da! Oh, hoppla. Eins, zwei, drei. Eins. Kann ich die... Ah, mit Shift war das. Genau, mit Shift. So, ich schicke die jetzt erstmal drauf. Und dann schicke ich den einen wieder runter. Almost. Ernsthaft? Echt jetzt? Wirklich? Aber gut, hier funktioniert es wenigstens. Berserker, du gehst bitte mit. Du gehst dich hier hinten heilen, was gar nicht gehen wird, weil ich wieder keine Tierhäute habe. Wir schicken das ganze Schiff bitte. Ja, das schicken wir jetzt auch nochmal hier hin. All right. Es ist ein Early. Es ist ein Early Access. Es funktioniert noch nicht alles reibungsfrei. Was aber gut funktioniert mittlerweile, muss ich sagen, was sie schön gefixt haben, was mir sehr gefällt,
dass die Schiffe nicht mehr in die Felsen reinglitschen und da einfach hängen bleiben. Das hatten wir leider auch schon mal erlebt. Also nicht in meinen Folgen. Das haben sie aber wenigstens jetzt gefixt bekommen. Oh, echt jetzt. Wie konnte der jetzt bitte an meinen Einheiten da einfach vorbeirennen? Ah, wir verlieren eine Einheit. Zwei Einheiten. Jawohl. Okay. So viel dazu. Komm, egal. Und rudern sie wirklich schneller? Gefühlt nicht, ne? So, abladen. Ist mir jetzt egal. Ich will es jetzt wissen hier. Alright. Es sind echt nicht viele Leute, ich weiß. So. Ah, passend zum Frühling. Ja, wenn ich jetzt schon die Fähigkeit hätte, mit dem im Räuberlager wieder auffüllen, wäre das kein Problem, ne? Warte mal. Kriege ich hier eigentlich irgendwie was von euch dafür? Mögen euch die Götter für eure Hilfe segnen. Achso, weil wir die... Hat Erfahrungspunkte gebracht, okay. Ich hätte mich jetzt auch übers Auffrischen der Einheiten gefreut. Ne? Wäre cool gewesen. So. Und ich glaube, das mit den Runensteinen, das werde ich mal offscreen machen, wenn ich mal Bock habe, hier weiter zu spielen. Wenn ich dann alle 6 Runensteine habe, mal gucken, ob es dann vielleicht irgendwie noch einen besonderen Bonus gibt oder so. Oh, ich werde uns mal die Sicht verbessern. Ah. Na dann, Jungs. Der Götterschutz. Versucht einigermaßen zu überleben, bitte. So. So. Wo sind meine... Ich hab die bisher gar nicht bei. Ja klar, sind ja auch alle krepiert gerade. So, den Turm haben wir mal schnell down gemacht. Jetzt geht's gerade eigentlich gegen die Einheiten, aber irgendwie passiert hier doch nichts, weil sie noch nicht kapiert haben, dass sie angegriffen werden oder so ähnlich. Schildwall habe ich vergessen, obwohl wir beschossen werden. Die halten ordentlich was aus hier, die Jungs. Ich habe so eine Luschen, ne? Und zwar, weil ich in der Wachenschmiede nichts erforscht habe. Ich habe meine Leute nicht besser gemacht. Was die KI wiederum gemacht haben wird. Auch ein bisschen blöd, dass die jetzt hier gegen die Bogenschützen gerannt sind, während die Speerträger ihnen in den Rücken stechen. Aber gut. Okay. So schnell kann es gehen, liebe Leute. So schnell kann es gehen, dass man halt doch seine gesamte Armee verliert. Kann man ja noch sagen. Jetzt müsste ich die komplett erstmal alle wieder ranholen. Interessanterweise habe ich diesmal heute. Ich weiß gar nicht warum. Ja. Was ich halt noch cool gefunden hätte, hätte Fahrerkette, ich weiß, wenn die Gerberei zum Beispiel automatisch in den warmen Jahreszeiten nichts produziert, wenn wir ausreichend Kleidung haben. Wenn die dann einfach aufhört zu produzieren. Wäre ein schönes Gimmick so an sich. Damit man halt Tier heute auch mal ansammeln kann zum Rekrutieren, zum Forschen und so weiter und so fort. Apropos Forschen. Das könnte ich hier mal gucken. Schadenswiderstand um 20% alleine schon mal, wa? 5 Tier heute. Dann... Hier nochmal 5. Geschosswiderstand um 15% reduzieren. Nee, erhöht. Doch, ja, erhöhen. Geschosswiderstand erhöhen, nicht reduzieren. Und so weiter und so fort. Auch alles wieder mit einer Forschungsdauer und so. Aber gut. So an sich habe ich euch jetzt erstmal alles gezeigt, was momentan zur Verfügung ist. Was wir jetzt noch machen werden, wir gehen nochmal ins Hauptmenü. Es wird jetzt nochmal ein bisschen lauter von der Musik her. Aber es geht. Ja. Wir gucken mal ins Gefecht. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie reingeschaut. Aha! Aha! Wir erinnern uns an das, was ich am Anfang der Folge gesagt habe, ne? 1, 2, 3. 3 verschiedene Karten momentan. Hier kann man bis zu 3 Teams machen. Jeweils hier bis zu 4 Teams. Schäde des Emirs. Okay. Spielerfarbe kann ich aussuchen. Ich kann mein eigenes Dorf benennen. Rückgewinn von Ressourcen. Es überlappt sich hier dummerweise. Voll, halb
Knittel, nichts. Okay. Ressourcenmenge. Ach, das, was ich am Anfang der Folge noch gesagt habe, ne? Hier haben wir KI. Einfach, Mitte, Schwer, Schwer. Team 1 oder 2. Ach, den könnte ich jetzt auch als mal Verbündeten reinholen. Aha. Aha. Interessant. Finde ich ja cool. Wir gucken mal kurz rein. Ist jetzt doch ziemlich laut geworden wieder, ne? Ist aber so vom Prinzip her das gleiche, ne? Wir haben jetzt nicht irgendwie noch andere Gebäude, oder? Nee. Okay. Interessant. Dann würde ich sagen, liebe Leute, es gibt weitere 7 Folgen auf jeden Fall. In 5-6 Wochen. Ich muss mal schauen. Wann denn? Na, bitte gib mir den Kalender. Macht er so nicht. Doch, macht er. Den seht ihr gerade nicht. Kann ich aber einblenden. So, dann seht ihr mal den Kalender. Ich bin so doof. Ich kann auch hier gucken. Ich habe doch meinen Veröffentlichungsplan hier offen. Spiel A wäre am 28.06. leider erst wieder dran. Bis es soweit ist, kommen halt noch Valheim, Portwolf 4, Empires and Tribes, Tropico 6 und die Gilde 3 wieder dran. Von daher, wenn ihr da Bock drauf habt, würde ich mich freuen, wenn ihr da auch reinschaut. Wenn nicht, dann habt ihr halt nicht den Bock da drauf. Habe ich wieder ausgeblendet? Ja. Aber dann würde ich mich mal hier dran versuchen, dass wir uns mal so ein bisschen hocharbeiten. Erstmal gegen eine leichte KI, dann gegen 2 leichte KIs, dann gegen mittelschwer. Auch mal mit einem Verbündeten versuchen zu arbeiten. So, ich glaube, da ist ein großer Wiederspielwert drin. Außerdem, denke ich, wird im Mehrspieler-Modus der Wiederspielwert, glaube ich, noch größer sein, weil man da seinen Spaß haben kann. In Bezug noch auf die Roadmap betrachtet, wenn noch mehr Einheiten dazukommen, noch mehr Spielmodi dazukommen und so weiter und so fort. Ich glaube, da kriegen wir noch ordentlich lange was zu tun. Also ich denke, das ist jetzt nur momentan, ich glaube, 14 Euro kostet das Spiel. Das ist ja echt ein Witz so an sich von der Preislage her, wenn man sich andere Spiele, andere Titel anguckt. Es liegt halt natürlich auch daran, es ist ein kleines Studio, kleiner Entwickler, kleiner Publisher. Aber alles richtig gemacht, würde ich sagen. Da kann man sich das wirklich mal gönnen. Für 15 Euro, 14 Euro, wie ich persönlich finde, kann man sich das auf jeden Fall mal gönnen. Es sieht natürlich auch wirklich richtig, richtig gut aus. Auch hier mit diesen Zoom-Stufen, wie nah man ranzoomen kann. Man sieht sogar die Holzmaserung hier. Da, die Astlöcher. Man sieht das sogar, so nah kann man ranzoomen, das ist unglaublich. Gut, man kann auch ins Haus reinzoomen, das ist auch unglaublich. Es sind noch ein paar Sachen zu balancen, auf jeden Fall. Ein paar Sachen müssen noch gefixt werden. Was ich aber sagen muss, es ist auf jeden Fall ein Spiel, was auch eine Herausforderung bietet. Eben weil man am Anfang wirklich ein optimales Bauschema braucht. Und auch eine Möglichkeit, so wie jetzt hier in dem Fall, eine coole Karte. Was mir persönlich auf jeden Fall fehlt, das habe ich jetzt ein paar Mal angemerkt, ich kann halt wirklich nur in diesem Radius hier bauen. Ich brauche mehr, definitiv. Für meinen persönlichen Stil, Spielstil, brauche ich definitiv mehr. Ach, guck mal, die Karte kennen wir doch. Hier hatten wir doch auch unseren ersten Versuch gestartet. Okay. Ja, ich brauche da definitiv mehr. Ah, dann ist ein neues Spiel alles per Zufall. Das heißt, per Zufall kann ich einen leichten KI-Gegner haben. Oder halt einen saumäßig schweren. Und auch unterschiedlich viele. Alles klar, das erklärt's, warum ich so extrem verkackt habe. Abgesehen von 0 Skills, aber trotzdem, ne? Ja, ich brauche da definitiv mehr Optionen, mehr Bauplatz. Also entweder eine Möglichkeit durch Forschung zum Beispiel den Bauradius zu vergrößern oder alternativ zu sagen, auch unter anderem, ich möchte Bäume absichtlich abreißen, obwohl wir können auch einfach draufbauen. Das ist, nee, vergesst das, das ist wurscht. Aber vielleicht wenigstens so eine Außenpostenfunktion. Dass ich halt irgendwo einen deutlich kleineren Radius, vielleicht bis die Hälfte von dem, wenn überhaupt so viel, irgendwo nochmal setzen kann. Ihr habt es vorhin gesehen, wir hatten da so eine wunderschöne Stelle, die wir so schön hätten bebauen können. War richtig schön gerade und eben. Da hätte ich mir haufenweise Häuser reingeklatscht, hätte da irgendwie über ein Handelshaus oder vielleicht sogar über Handelsrouten, die man machen könnte in dem Spiel, könnte man dann auch die Nahrungsversorgung für diejenigen da hinten, dann in dieser zweiten Siedlung und so, könnte man alles theoretisch versuchen einzurichten. In dem Fall über Landweg natürlich. Weil die Schiffsangriffe, die fand ich cool. Hat mir Spaß gemacht. Was mir noch fehlt, ist ein RAM-Modus. Dass ich sagen könnte, okay, ich habe jetzt hier 4 Einheiten drauf. Alle sitzen am Ruder. Der Gegner hat nur 2 Einheiten drauf. Ich bin sowieso schon schneller am Rudern. Hoffentlich.
schneller am Rudern als er. Das heißt, ich kann ihn ausmanövrieren und was nicht alles und dann halt auch rammen, dass es gar nicht erst zum Endkampf kommt, weil ihr habt gesehen, die haben sehr viele Verluste verursacht. Und ich konnte die Fähigkeiten der Einheiten nicht benutzen im Endkampf. Was ein bisschen schade ist, meine Präzisionsschuss hätte gegangen, Kampfrausch hätte gegangen, mit einem Berserker, gut, okay, auf dem Schiff ein bisschen blöd, dann schmeißt du wahrscheinlich mehr eigene Leute runter vom Schiff als die feindlichen Leute und so weiter und so fort. Aber gut. So, das ist jetzt mein Zwischenfazit, wir sind jetzt bei 55 Minuten, der Timer meckert auch gleich, ich schalte ihn schon mal aus. Was war das gerade für ein Flackern? Okay. Ja, das ist mein kleines Zwischenfazit. Mal gucken, wie es in 5 Wochen aussieht. Also 28.06., wie ich gesagt habe, ne? So ungefähr, wie es dann aussieht. Es kann auch sein, dass es eine Woche früher drankommt, weil ich dann eines der anderen Projekte, die dazwischen stehen, abgeschlossen habe. Beziehungsweise pausiert habe, aus irgendwelchen Gründen, technischer, was auch immer. Kann auch sein. Also ich habe 2 Kandidaten dabei, die gerade so weit sind, dass es relativ bald zu Ende sein könnte. Gut, aber wie gesagt, in 5, 6 Wochen geht es dann hier weiter. Ich glaube, ich habe noch nie so eine extrem lange Abmoderation gemacht. Sorry, ich bin auch schon wieder ein bisschen durch mit dem Kopf. Ja, aber so an sich, falls die Frage aufkommen sollte, Kaufempfehlung, meiner Meinung nach ja. Für den kleinen Preis, dafür, dass man hier noch viel erwarten kann, dass es jetzt schon ein sehr stabiles Spiel ist und meiner Meinung nach einem Early Access wirklich entspricht. Die Basisdinger sind drin, sie funktionieren, man wird nicht durch einen Bug dran gehindert, weiterzuspielen und so weiter und so fort. Was halt noch fehlt, ist halt ein bisschen mehr Inhalt, auf jeden Fall. Kampagne, nur 2 Missionen. Aber da sind sie dran, sind sie am Arbeiten. Weitere Einheiten kommen dazu. Vermutlich hängt das mit der Kampagne auch zusammen. Muss man ja auch bedenken. Und so weiter und so fort. Gut. Also, wir sehen uns hoffentlich wieder in 5, 6 Wochen, wenn ihr wollt. Und wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Dann ist es meine eigene Schuld. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr noch einen schicken Sonntagabend habt. Und bis bald. Ciao.